Bored und Unique, das passt einfach zusammen. Nicht nur beim Wettkampf, sondern auch am Rande fällt das neue Trikot der Volleyballdamen aus Marzahn ins Auge. Zum Saisonauftakt des Marzahner Volleyballclubs in der Berlin-Liga kam das neue Trikot zum ersten Mal zum Einsatz. Mittels einer künstlichen Intelligenz können wir Trainingsdaten in Designs umwandeln. Heute freue ich mich ganz besonders, denn wir werden heute die persönlichen Designs des Marzahner Volleyballclubs an die Mädchen übergeben. Die bekommen von uns diese Urkunde. Durch künstliche Intelligenz wurde anhand von Spieldaten der jeweiligen Spielerin das Trikot designt und entworfen. Die jungen Damen scheinen sichtlich zufrieden mit dem neuen Spieldress. Hi, wir sind Tessa und Kitty vom Marzahner Volleyballclub und wir haben letzte Woche im Training Daten gesammelt, um unsere tollen neuen Trikots zu generieren. Genau, zum einen haben wir die Sprünge gezählt im Training, die Netzüberquerungen, die Ballberührungen und die Trainingsdauer. Und an Kittys Trikot kann man erkennen, wie unique unsere Trikots geworden sind. Die Einweihung, die Präsentation der neuen Trikots erfolgte im Rahmen des Saisonauftaktspiels gegen den VfK Südwest. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mussten die Marzahnerinnen den ersten Satz dann auch knapp abgeben. Doch umso motivierter wurde der nächste Satz angegangen. Dieser konnte dann auch mit 25-17 deutlich für sich entschieden werden. Auch im weiteren Spielverlauf lief es besser für das Heimteam aus Marzahn. Die nächsten beiden Sätze wurden ebenfalls gewonnen und somit konnte ein 3-1 Erfolg im neuen Trikot gefeiert werden. Jetzt habe ich die Ehre und bin ganz glücklich, die unsere Urkunde dem Mädels vom Marzahner Volleyballverein überreichen zu dürfen. Das ist die Urkunde. Hier sieht man nochmal, welche Daten gesammelt wurden, wie das übersetzt wurde und ein Bild von unserem Design. So kann die Saison weiterlaufen und somit vielleicht das Ziel Aufstieg geschafft werden. Für welche Sportarten Unique die nächsten Trikots entwerfen wird, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Zukunftsprojekt.